Das hier ist mein Lieblingsgadget, die MX Master 3. Und trotz 100 Euro finde ich diese Maus echt extremst geil. Denn ich habe hier ein ergonomisches Design, die Maus fühlt sich einfach gut in der Hand an und alles macht Spaß. Ich habe extrem viele und nützliche Funktionen, beispielsweise Final Cut oder auch Word. Und vor allem ist diese Maus unfassbar zuverlässig. In den letzten 3-4 Monaten, wo ich die Maus genutzt habe, ist mir noch nie irgendetwas passiert, was mir an der Maus nicht gefallen hat. Ich habe USB-C zum Laden, der Akku hält ewig und auch die Tasten lassen sich eigentlich echt gut drücken. Aber ja, man braucht so eine teure Maus natürlich nicht. Aber wenn man sie eben einmal genutzt hat, was ich wegen eines kaputten Trackpads in meinem MacBook auch machen musste, dann will man ganz sicher nie wieder zurück zu einer normalen Maus, weswegen man sich schon entscheiden sollte, ob man sich diesen goldenen Käfig wirklich antun möchte.